Wir haben uns eben kurz ein paar richtig geile Säfte geholt im Laden und jetzt möchten wir über folgendes Thema mit euch sprechen, und zwar: Ab wann und wie sollte man sich ein Ferrari leisten? Denn ich bekomme diese Frage extrem häufig, auch die Frage, was ist besser, kaufen oder leasen? Und ich möchte diese Frage ganz kurz schon mal beantworten, und zwar: Ich mache immer ein Leasing mit Zielkauf. Und warum ich das mache und wieso ich das mache, wie das funktioniert, was das kostet, das kann ich dann bei einem nächsten Video machen, da könnt ihr mir einfach in die Kommentare. Im nächsten Video sprechen wir über das Thema, was denn sowas kostet. Und ich habe das auch schon bei meinem ersten Ferrari gemacht mit 24. Ich habe es bei meinem BMW M6 gemacht. Ich habe das schon mit vielen Autos gemacht. Und dann kauft man die am Schluss raus, dann gehören sie dir. Und dann kannst du diese Autos entweder weiterfahren oder eben dementsprechend weiterverkaufen. Ich hoffe, man kann das Ganze auch hören. Ich hoffe, das Ganze ist nicht zu laut. Wir fahren jetzt zu mir ins Büro und für 72 Stunden haben wir auch noch Folgendes. Wie ich mir ursprünglich das allererste Geld dafür verdient habe, das war mit Social Media Marketing und mit Online Marketing. Und genau das mache ich jetzt auch primär als Unternehmensberater für Kunden. Das heißt also, ich baue für Unternehmen, für Produkte und auch für andere Personen deren Social-Media-Kanäle auf, ich monetarisiere deren Social-Media-Kanäle und ich baue Performance-Marketing-Fahnen für solche Firmen auf, dass die jeden Tag automatisiert neue Kunden generieren können, egal in welcher Branche und egal für welches Produkt. Das heißt also, ich habe mir erstmal selber eine Social-Media-Präsenz aufgebaut, das war Punkt 1, eine Brand, eine Marke und dann auch dort Produkte verkauft. Und Punkt 2 war, ich habe dann mit Performance-Marketing angefangen und konnte dann quasi bestimmen, wie viele neue Kunden und wie viel Umsatz ich in den nächsten Monaten machen will. Und ich habe das dann gemacht in der Softwarebranche, Fitnessbranche, Gastronomie, Klamottenbranche, sogar im Bereich Investments, Immobilien und vieles mehr. Es geht also wirklich überall. Und dann bin ich eben her und habe dann daraus eine Unternehmensberatung gegründet und mache das jetzt für diverse Firmen, unter anderem auch beispielsweise große Fitnessstudio-Ketten, Anwaltskanzleien, Steuerberater und vieles mehr. Jetzt wisst ihr also schon mal, wie ich mein erstes Geld verdient habe. Und ihr könnt hier unter diesem Video auf den Link klicken, da bekommt ihr eine 80-seitige PDF, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert. Und auch drei Präsentationen, wo ich ganz genau erkläre, wie Social Media funktioniert, wie man sich dort Follower aufbaut, Content kreiert und sich dementsprechend vermarktet. Und wie man auch für jedes Geschäft Performance-Marketing-Funnel aufbaut, wo man jeden Tag neue Kunden generieren kann, egal ob Vertriebler, Dienstleister oder was auch immer. Aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage des Videos, und zwar: Ab welchem Zeitpunkt würde ich mir so ein Auto leisten? Wie viel Geld sollte man verdienen? Was sollte man auf dem Konto haben? Ich kann schon mal Folgendes sagen, und zwar: Bevor ich mir einen Ferrari gekauft habe, habe ich schon siebenstellig in Immobilien investiert. Das heißt also, in eine Immobilienbeteiligung, die über 1 Million Euro wert ist. Ich würde also wirklich sehr schwer dazu raten, dass man zuerst, bevor man sich einen Ferrari zulegt, bevor man sich ein Lamborghini oder ähnliches zulegt, dass man schon mal in Immobilien investiert haben sollte. Also das wäre mal Punkt 1, Haken 1. Wer da draußen durch die Gegend fährt, mit einem Lambo, Ferrari, Bentley, Aston Martin oder ähnliches und noch keinen Immobilienbesitz hat, das finde ich schon sehr fragwürdig. Also das finde ich schon wirklich sehr fragwürdig. Dann Punkt 2, die zweite Regel. Auch wenn Leasing in den meisten Fällen aus steuerlicher Sicht oder aus Liquiditätssicht mehr Sinn macht, man sollte sich nur dann einen Ferrari zulegen, wenn man sich auch den Kauf dieses Ferraris wirklich leisten kann. Das heißt also, du solltest das Geld, was so ein Ferrari kostet, der kostet jetzt gebraucht circa 250.000 Euro, neu wahrscheinlich nochmal 100.000 Euro mehr, und du solltest meines Erachtens nach das 3- bis 5-fache auch wirklich an Vermögen da haben. Okay, das sollte man wirklich da haben. Also wenn man ihn nicht mehrmals kaufen könnte, also mindestens 3 bis 5 Mal, dann sollte man sich sowas wirklich nicht zulegen. Dann der nächste Punkt: Ich finde, auf so ein Auto sollte man nicht wirklich sparen müssen. Was heißt das? Ich würde jetzt wirklich nicht hergehen
und irgendwie 1000 Euro pro Monat nur sparen können und dann 250 Monate auf so ein Auto sparen. Finde ich einfach nicht sinnvoll. Ich würde mir so ein Auto erst dann zulegen, wenn ich auch den dementsprechenden monatlichen Cashflow habe. Das heißt also, meines Erachtens nach sollte man monatlich einen Umsatz haben von mindestens 250.000 Euro, eher 1 Million Euro aufwärts, als wirklichen Cashflow, also als Umsatz. Und man sollte mal mindestens einen Gewinn, einen Profit haben, der das Zehnfache der Leasingrate ist. Das heißt also, man sollte mal mindestens 30.000 bis 50.000 Euro mindestens monatlichen Gewinn haben, meines Erachtens nach, bevor man so ein Auto fährt. Und der nächste Punkt ist, für mich, ich rede jetzt wirklich nur von meiner eigenen Meinung, wie ich das Ganze mache. Man sollte zuerst mal eine ähnliche Summe, wie dieses Auto kostet, in sich selber in Fortbildung investiert haben, in Kompetenzen, dass man so einen Cashflow machen kann. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Ich habe schon damals den War Room von Ryan Dice im Bereich Online-Marketing gemacht, hat 50.000 Euro gekostet. Oder Dollar, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die Mastermind gemacht von Ed Milet für 50.000 Euro und da ging es um das Thema Vertrieb und Verkaufen, Unternehmertum. Ich war schon auf diversen Seminaren, habe diverse Fortbildungen gemacht, Coachings, Masterminds und ich habe schon so viel Geld investiert in mich selber, wie so ein Auto kostet, bevor ich sowas in ein Auto investiert habe. Ich kenne so viele Leute, die investieren mehr in ein paar Schuhe, wie sie in ihre eigene Fortbildung investieren würden. Das finde ich natürlich einfach alles sehr fragwürdig. Und für mich der allerletzte Punkt, du solltest dir so ein Auto meines Erachtens nach mit passiven Einkommensströmen finanzieren können. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wir haben ein Unternehmen, wo wir auf verschiedene Investments tätigen. Einmal auf Kryptobasis, dann machen wir Krypto-Trading und wir haben da jetzt, wie viel waren es jetzt die letzten 12 Monate ungefähr? 60%. Ja, also wir haben da ca. 60% aufs Asset Profit gemacht. Nicht 12 Monate, seit August nur 60%. Okay, also Leute, wir haben jetzt Anfang Juni und wir reden jetzt von August. Das heißt also ungefähr 10 Monate, 60% plus, das heißt also ca. 6% Profit im Monat. So. Wenn man jetzt beispielsweise 100.000 Euro auf dem Trading-Konto hat, sind es 6.000 Euro monatlich, die man da passiv verdient. Also einen Teil von diesem Geld kann ich dann beispielsweise reinvestieren und der Rest deckt einfach Sprit, Versicherung, Steuer und zum Beispiel die Rate. Das heißt also, man sollte sich so ein Auto relativ locker leisten können. Ja? Also wirklich locker leisten können. Das sind also so die 6 Kriterien, wie und wann man sich so ein Auto leisten können sollte. Wenn ihr wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare rein. Dann kann ich mal ein Video zu dem Thema machen, wie ich das ganze Thema mit Leasen oder Kaufen sehe. Das wäre dann so das nächste Video. Und lade euch unbedingt die PDF und die 3 Präsentationen runter zum Thema, wie man eine Social Media Marke aufbaut. Ich habe das für teilweise die größten Player gemacht. Ich habe dann mit dem Dirk gearbeitet, mit dem Oscar, mit vielen solchen Leuten. Und der zweite Punkt ist einfach, wie erstelle ich für jedes Geschäft ein Online-Marketing-Funnel, eine Werbekampagne, wo ich jede Woche, jeden Monat Neukunden generieren kann zu einem adäquaten Preis für mein Geschäft. Und wie kann ich somit jedes Unternehmen skalieren? Egal, ob Zahnarztpraxis, ob Vertrieb, ob Online-Shop, ganz egal was. Also, das war's Leute. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das war aufschlussreich. Euer Karl. Ciao.